Was in Lustenau die Kilbe ist, ist in Andelsbuch die alljährliche Ziegenausstellung. Und wenn das Wetter dann noch derart herrlich mitspielt wie heute, dann platzt die Vorderwaldgemeinde fast aus ihren Nähten. Ziegenexperten und solche, die es noch werden wollen, kamen auf jeden Fall wieder voll auf ihre Kosten. Andelsbuch, ein Ort im Geißenfieber. Es geht halt nichts über eine Edelziege wie diese, ausgezeichnet in der Kategorie Euter. Sie passt sich irgendwie an, wenn man mit ihr geht. Und jetzt ist sie stolz, weil sie auszeichnet vor euch, oder? Sie ist sehr stolz, ja. Und die Besitzerin auch? Ja, ich bin auch sehr stolz. Wer einen Preis bekommen will, muss sich benehmen, wie diese Ziegendamen. Bei den Böcken ist das halt wieder einmal anders. Nein, das ist einfach so unter den Böcken. Jetzt in der Deckzeit sowieso, dass sie so eine kleine Ranglerei machen. Das gehört dazu. Er ist das erste Mal mit dabei und scheint auf den Geschmack zu kommen. Ja, weil irgendwann einmal, vielleicht überlege, irgendwann einmal eine Alphütte her tue und dann... Und da braucht es unbedingt Ziegen. Das ist pflegeleichter. Weil ich kenne einen, der hat Ziegerkette im Burgenland, oder? Und die sind, du musst halt nur melken, oder, wenn sie haben. Dieser Besucher, ursprünglich aus Marokko stammend, hätte gerne wie früher als Kind Ziegen. Doch in seiner Wohnung mitten in Bregenz ist das halt schwierig. Ziege habe ich in Marokko, aber habe ich daher nichts. Ich bin in Bregenz, aber da darf man keine Ziege haben. Weil sie in der Stadt wohnen. Und stinkend. Das ist blöd, oder? Ja. Da muss ganz schön festgebunden werden, oder? Ja, genau, richtig, weil sonst stritten sie wieder und hauen ab und man kann ja nicht zu allen gleichzeitig schauen. Ja, wie anstrengend ist das? Es fühlt man sich schon ein bisschen wie eine Mama, oder? Ziegenmama. Ja, bin ich schon von Beruf, ne. Ja, wirklich, oder wie? Ja, ich bin ja vom Bio-Ziegenhof Bellinger, die Tochter, und ich bin eigentlich mit denen aufgewachsen und muss mir schon ein bisschen dazu schauen, weil frech sind sie natürlich schon. Frech und schön, wie es eben nur eine Ziege sein kann.